Rednerin ist Frau Viola von Cramont-Tabardel. So. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, lieber Berichterstatter, Sport kommt nicht so oft auf die Tagesordnung hier im Europäischen Parlament. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute unseren gemeinsamen Bericht hier diskutieren können. 280 Milliarden macht der Sport in der EU aus, 6 Millionen Jobs. Diese wirtschaftliche Bedeutung und die vielen zentralen Rollen in der Gesellschaft verpflichten uns aber auch, genau hinzusehen, was im Sport passiert. Und die Verpflichtung besteht insbesondere zu besonderer Sorgfaltspflicht und zu ernsthaften Kontrollen von Good Governance und ethischen Standards in allen Verbänden und Vereinen. Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gut gelaufen, wenn wir an die Dopingfälle, systematisches Betrug, aber auch eben die Missbrauchsfälle denken, die wir hier jeden Tag auch wieder auf der, in den Medien sehen. Und was passiert eigentlich mit den hohen, extrem hohen Investitionen, vor allem im Profifußball, oft durch externe Dritte, durch osteuropäische Oligarchen, reiche Ölstaaten oder andere Autokratien? Das birgt eine große Gefahr, dass sich hier auch politischer Einfluss eingekauft wird und gerade der Fußball sich immer stärker von der Idee des Sports entfernt. Damit sich das ändert, müssen die EU-Institutionen strukturierter zusammenarbeiten und wir hier im Europäischen Parlament brauchen verbindliche Kontrollinstrumente, damit der Sport durch die kommerziellen Interessen nicht ausgehöhlt wird. Richtig ist, Breitensport und Bewegungsförderung sind wichtig für die Gesunderhaltung. Leider 59% der EU-Bürgerinnen und Bürger bewegen sich selten oder nie. Das heißt, da gibt es noch viel zu tun. Ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, aus dem Corona-Wiederaufbaufonds auch Gelder für den Sport zu deklarieren. Ich möchte aber nicht schließen, ohne auf den aktuellen Fall der Tennisspielerin aus China zurückzukommen, wo man eigentlich wieder sieht, dass wir auch die internationalen, die Spitzenathletinnen und Athleten vor den eigenen Verbänden schützen müssen. Das unsägliche Statement, das Video-Statement von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, hat gezeigt, dass er es nicht verstanden hat, worum es geht. Es kann nicht sein, dass sich die internationale Sportvereinigung, die für den Schutz der Athleten da ist, sich an die Seite der Autokratien stellt, wie sie es auch schon bei Belarus gemacht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns dazu klar Stellung beziehen. Das darf so nicht weitergehen. Dankeschön.